Aber was wollte man vom Propheten? Was sollte er lesen? Wie lese ich? Ihr wisst, als der Engel Gabriel zum ersten Mal zum Propheten a.s. kam und hat gesagt, Iqra, lies, hat er gesagt, ma'ana biqari, ich kann nicht lesen. Das hat er dreimal wiederholt und dann wurden die ersten 5 Verse des edlen Korans in den Nächten des Monats Ramazan auf den Berg Hira herabgesandt. Aber was wollte man vom Propheten? Was sollte er lesen? Als der Engel Gabriel zum ersten Mal zu ihm gesagt hat, lies, gab es doch noch gar keinen Koran. Es gab doch noch nichts, was er überhaupt hätte lesen können. Es gab doch nichts Schriftliches vor ihm. Aber der Prophet hat gesagt, alayhi salam, ma ana biqari, ich kann nicht lesen. Also war das Lesen hier was ganz anderes gemeint. Was sollte er lesen? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Schöpfung, den Sinn des Lebens, was habe ich hier zu tun, warum bin ich hier gekommen, warum bin ich hier? Und wenn ich sterbe, wo gehe ich hin? Wo komme ich her und wo gehe ich hin? Diese klassischen Fragen, die sich leider Gottes der Mensch in der heutigen Zeit leider nicht mehr stellt. Und dann gibt es manchmal solche Rucks, die Allah Ta'ala verpasst global. Und dann kommt der Mensch manchmal auch nur für kurze Zeit zu sich. Lesen. Schön. Warum soll der Mensch eigentlich lesen lernen? Warum soll er Mensch, Universum, Kosmos, Schöpfung und die Offenbarung, also sprich jetzt aktuell bis zum Tage des jüngsten Gerichts in den Koran, warum soll er lesen lernen? Und diese Antwort habe ich eben gerade gesagt, das ist der 11. Vers dieser Sure. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Er soll deswegen lesen lernen, damit er sich verändert, der Mensch, und damit er letztendlich die Welt verändert. Damit der Mensch verändert. Wen soll er verändern? Als erstes sich. Sich, ich, mich, du, dich. Wir sollen uns verändern. Und wenn wir uns verändert haben, wenn wir uns den Richtlinien des edlen Korans und der Sunna des Propheten a.s. gewidmet haben, uns dementsprechend angepasst haben, wir uns als erstes, dann können wir erst unsere Umgebung, unsere Gemeinschaft und unser Volk beziehungsweise die Nation, die Menschheit ändern. Aber der Punkt liegt dabei, warum lesen? Damit ich mich verändere. Warum soll ich mich verändern? Damit ich die Welt verändere. Das ist normalerweise der Punkt, warum Allah Ta'ala den Menschen als Kalifen erschaffen hat. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ich werde auf der Welt einen Kalifen ernennen, sagte Allah Ta'ala, bevor er Adam a.s. Adam erschaffen hat zu seinen Engeln. Was heißt aber Kalif? Kalif ist einer, der im Auftrag des Islam, das heißt im Auftrag Allahs, auf dieser Welt agiert. Wann agiert man im Auftrag des Islam? Ja, wann? Ganz einfach. Nicht nur, wenn man sich ändert, nachdem man sich geändert hat, dann seine Umgebung im maximalsten natürlich im Positiven letztendlich zu verändern. Und das sehen wir nichts anderes als wo können wir dieses besser eigentlich sehen, als beim Leben der Sahabe. Nachdem sie sich verändert haben, haben sie es geschafft, die Welt zu verändern. Ja? Die Welt zu verändern. Binnen 100 Jahren kamen die Grenzen des damaligen Kalifats bis südlich von Spanien, bis in die heutige Türkei und bis an die Grenzen von Aserbaidschan. Sie haben erst sich geändert und dann haben sie die Welt geändert.